Hallöchen Leute, willkommen zurück. Und ich habe, kaum habe ich wieder die Aufnahme auf, begonnen, ruft auch schon wieder der Julian an. Jukot, wie geht's dir? Julian, hast du kurz Zeit? Treffen wir uns für einen Kampf? Ich verspreche, es wird anders. Ich bin hier auf Route 30. Ruf an, wenn du in der Nähe bist. Gutes Spiel. Ich weiß, vielleicht wenn wir Zeit haben. Wir haben es ja schon im letzten Part gemacht. Und hier ist wieder so ein Weißer. Zuerst brauchen wir Bälle. Denn, ja, vorhin haben wir, also im letzten Part meine ich, haben wir unseren Nebulak nicht fangen können. Es ist wieder Nacht. Und jetzt tauchen hier wieder Nebulaks auf. Ach, ich würde dich so gern fangen, aber wir haben keine Bälle mehr, Nebulak. Tut mir leid. Tut mir leid, Nebulak. Ich glaube, ich sollte meinen Vorregeln noch Blut beibringen, damit wir Nebulaks noch besser schwächen können, weil wir haben momentan nur die Option mit dem Blutsauger von Zubat. Das ist ein bisschen wenig. Und ich bin so blöd, hier richtig zu laufen. So. Okay, jetzt lassen wir erstmal den Turm. Gehen zurück ins Pokémon Center. Und vielleicht kämpfen wir noch gegen Julians Block. Mal schauen. Damit unser Vogel ein bisschen trainiert wird. Okay. Blablabla, Pokémon heilen, ja, ja. Gut, dann laufen wir wieder zu Julian, aber das mache ich offscreen. Bis gleich. So, bin ich wieder vor Julian. Ich warte bereits auf in den Kampf. Okay, Julians Block. Okay, er setzt immer noch seinen Ratsfass rein. Okay, er hat ein bisschen trainiert, ist auf Level 4 jetzt, ja? Wow, das ist eine Steigerung. Unglaublich, ich bin beeindruckt. So, jetzt aber verwirrt dieses... Hallo? Zubat, verwirren! Wofür habe ich dich gefangen, wenn du kein Pokémon verwirren kannst? Jetzt aber, verwirren! Also, super, so gefällst du mir, Zubat. Okay, Zubat. Als nächstes kommt Blutsauger, aber nachdem sich dieses Ratsfass erstmal selbst verletzt hat, lecker Emo, und jetzt Blutsaugen! Ja, ein KP, aber das hat sie wahrscheinlich mehr abgezogen. Oder auch nicht. Naja. Es sieht so aus, als würde es mehr abgezogen. Aber Radfass hat sie ja nur Level 4, das heißt, ja, es hat nicht so viele KP. Deswegen sieht es so aus, als würde der Blutsauger sehr viel abziehen. Was er gar nicht tut. So, gleich haben wir auch Radfass erledigt. Ich schätze, Radfass hat nur noch ein KP. Und den haben wir jetzt auch ausgelöscht. Gut, dann haben wir Julians Block erneut geschlagen, zum dritten Mal in drei Parts. Was will man mehr? Ah, wieder verloren, Mist. Und wir kriegen deutlich Kohle. Gut, dann laufe ich zurück nach Viola City und zwar wieder aufs Screen. Bis gleich. So, ich bin in Viola City. Pokémon heilen. Irgendwie spiele ich jetzt so oft, kann das sein? Naja. Okay, jetzt kaufen wir uns ein paar Bälle. La, die Musik, die gefällt mir total sehr. Okay. Wir kommen, ja, kaufen wir uns mal 10 Pokébälle. Ich glaube, die müssen reichen für Nebulak. Und wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. So. Komm wieder. Ja, wir kommen auch wieder. Aber erst irgendwann mal. So, jetzt gehen wir wieder in den Knofenserturm rein. Und ich übersteuere gerade extrem. Sehe ich gerade. Das heißt, ich muss leiser sprechen. So ungefähr. Ich muss einfach leiser sprechen. Dann werdet ihr mich auch verstehen. Und jetzt fangen wir unser Nebulak. Nebulak kommt ins Team. Und da ist es, hoffe ich. Kein Ratsfatz, hier tauchen nämlich auch Ratsfatz auf. Okay, Nebulak, perfekt. Sehr schön, so stelle ich mir vor. Ein Nebulak ist aufgetaucht. So, Blutsauger. Zieht zwar nur ein KP wahrscheinlich ab, aber wir haben keine andere Option. Keine Paralyse, keine Paralyse. Gut, danke. Ich glaube, das kann jetzt sehr langweilig werden, aber naja, das dauert halt ein bisschen. Da kann man nichts dagegen tun. Natürlich könnte ich jetzt auch speeden, aber das möchte ich ja nicht, ne? Ich möchte ja nur unnötiges speeden. Zum Beispiel das mit dem Julian davon, das war ein bisschen unnötig. Hätten wir gar nicht so richtig machen müssen, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Natürlich, das muss ja irgendwann mal kommen, Paralyse. Tja, positiv denken, jetzt kann Zubat nicht mehr hypnotisiert werden. Das wäre eigentlich auch cool, wenn ein Pokémon mehrere Statusveränderungen hätte. Da könnte man einfach ein Pokémon nehmen, das einem jede Spezialveränderung drauf hat. Und dann immer das, dann einfach das Pokémon wechseln und zu einem anderen. Ich glaube, das wäre auch eine ganz fiese Taktik. Aber ich glaube kaum, dass es eingeführt wird. Weil das ein bisschen, ja, da müsste Game Freak die Attacken komplett neu verändern, damit das Ganze nicht unfair wird. Ja, okay, das kann echt ein bisschen dauern. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, hätte ich schon gedacht, habe ich ja sogar schon gesagt, was rede ich denn da? Naja, Superschall, oh verdammt. Okay, nochmal Blutsauger. Ich weiß, ist das zwar ein bisschen langweilig, tut euch irgendwie anders beschäftigen. Ich spiele am besten selber Pokémon Kristall, jetzt neben mit einem Game oder sowas. Oder auf dem Emulator, wie ich es gerade tue. Falls euch gerade langweilig ist, nur so. Na komm schon, Zubat. Ja, jetzt haben wir ihn schon zur Hälfte geschwächt. Hat ja nur gerade mal zwei Minuten gedauert, glaube ich. Und Blutsauger! Raube ihn das ganze Blut aus seinem Körper. Körper? Egal. Ich wundere es, dass wir keinen Volltreffer bekommen. Er aber schon, voll unfair. Und unser Zubat ist noch gar nicht ausgesetzt. Wegen Paralyse. Ist noch gar nicht ausgesetzt. Mein Deutsch ist echt genial. Komm, Nebulaki, schwäch dich jetzt weiter. Einmal greife ich dich jetzt noch an. Blutsauger, der raubt jetzt ein paar KP. Und jetzt schmeiß ich mal einen Ball. Okay, einmal mache ich noch und dann schmeiß ich wirklich einen Ball. Ach komm, Paralyse, gib mir den auf den Sack. Ja, ich habe dich, Nebulaki. Gleich bist du meins. Du kannst sie nicht von mir entfliehen. Blutsauger. Ich habe keine Ahnung, wie wir eigentlich dieses Alpollo entwickeln wollen zu Gengar. Ich weiß nicht, ob das mit dem Tausch auf dem Emulator geht. Da muss ich mich in YouTube erkundigen, wie es geht. Und wenn es nicht geht, dann haben wir halt ein Alpollo. Ist auch gar nicht so schlimm. Ich hatte selber mal ein Alpollo in einem privaten Spielstand. Das war auch gar nicht so übel. Jawohl, Nebulak haben wir gefangen. Und es ist sogar männlich. Normal sind sie ja immer weiblich. So, Nebulak, Gasgröße 1,30 Meter. Gewicht 0,1 Kilogramm. Also eins der leichtesten Pokémon, die es gibt. Es umwickelt seine Feinde mit einem Gaskörper und schwächt sie, indem es langsam Gift initiiert. Kein Spitznamen. Spitznamen sind zwar ganz schön, aber ich bin nicht so der Fan von Spitznamen. Okay, Nebulak. Jetzt wirst du trainiert, so wie, Zubat musst du auch noch trainieren. Wir dürfen nicht zu viele Pokémon anfangs ins Team tun, sonst haben wir Probleme mit dem Trainieren. So, jetzt verlassen wir den Geisterturm, um unser Nebulak zu heilen. Was, hier tauchen auch Pokémon auf? Toll. Nebulak. Okay, es hat dasselbe Level wie unser Nebulak und auch dasselbe Geschlecht. Hypnose. Aber er ist schneller und killt uns Nebulak. Nein! Na gut, Flucht. Wir sind jetzt wieder im untersten Geschoss. Lalala. Oh Gott, ich singe echt viel zu oft. Fällt euch das auf? Naja, das liegt an der Musik. Aber ich habe euch gewarnt. In diesem Let's Play wird sehr viel gesungen. Und schon wieder habe ich gespielt, obwohl ich es nicht wollte. Naja. Ich höre jetzt auf zu speeden. Okay, es sind 9 Minuten vergangen und wir haben gerade mal einen Nebulak gefangen und Julien besiegt. Das ist doch mal eine Leistung, oder? Wir sind gleich fertig mit dem Quenzerturm. Treten dann gegen Falk an und mehr doch mit ihm fertig. Wirbel wie Laub im Wind.
Was? Hast du Koks genommen oder sowas? Egal. Lutzke. Okay, das ist ein Knüffel sein. Wer hätte es gedacht? Na gut, hier können wir Nebula ganz gut trainieren, weil die Xyphensas greifen eh nur mit Rankenhieb an und Rankenhieb ist nicht sehr effektiv gegen Nebula, weil Nebula ein Gift-Pokémon ist. Okay, so, Hyperstrahl? Ich meine Hypnose. Schlaf mal eine Runde. Es ist nachts, du gehörst ins Bett, Xyphensa. Und jetzt tut Nebula ihn oral befriedigen. Okay, Schlecker. Oh nein, er ist aufgewacht. Schnell wieder einschläfern. Hypnose. Ja genau, schlaf ruhig weiter. So, Schlecker. Zum Fenster wird zum Schlecker geschickt. Ich glaube, es muss uns nicht mehr einschläfern lassen, das reicht schon. Mit Schlecker. Bleibt mir anders übrig, ich kann nur Schlecker einsetzen zum Anzugreifen. Momentan haben wir nicht so eine große Auswahl. Erst wenn wir die Pokémon später trainiert haben, haben wir eine größere Auswahl. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt in diesem Let's Play. Oh, Level Up auf einen Schlag, geil. Okay, noch ein Knuffenser. Voll langweilig, nur Knuffensers. Voll einfallslos. Was hast du denn mit deinem Hals? Der wackelt so komisch beim Animationsbereich. Oh Gott! Ich kann gar nicht so gescheit kommentieren wie sonst. Was ist los mit mir? Nebula, kontrolliert meinen Geist! Schlecker! Muss Schlecker einsetzen! So! Okay, er schläft weiter. Greife ich weiter mit Schlecker! Das macht Spaß. Warum habe ich diese Träne eigentlich überhaupt gefangen? Naja, egal. Ich greife ihn weiter mit Schlecker. So. Oh, ein Volltreffer, sehr schön. Und nach einem Angriff, dann habe ich diese Konferenz erledigt. Schlecker. Okay. Was war das denn jetzt? Und Level 5 für Nebula? Keine Ahnung, ich war gerade in der Trotz oder sowas. Und noch ein... Die Skifensas, die gehen auf den Senkel. Also gut, Schlecker. Immerhin hat Schlecker mehr AP als Blutsauger. Hurra, ich freue mich. Okay, noch... Oh Mann. Langweiliger Kampf. Dieser Kampf ist langweilig. Langweiliger Kampf. Okay, das war das letzte Knuffenser. Level 6. Oh, geil. Also, ihr seht, Nebula können wir super trainieren in diesem Turm. Auch wenn die Kämpfe sehr, sehr langweilig sind. Aber naja. Wir haben es ja gleich fertig. Hier sind. Das ist schon das letzte Stockwerk. Ach, perfekt. Diesen Trank habe ich gebraucht. Sehr schön. Den gebe ich gleich Nebula. Okay, Trank, Nebula, zack. Nebula erhält 12 KP. Nein! Was ist denn das jetzt? Es ist ein... Nebula. Ich bin umzingelt von Nebulax, dabei heißt dieser Turm doch Knuffenser-Turm. Naja, Schlecker. Sehr effektiv. Und bewirkt sogar Paralyse, wenn wir Glück haben. Naja, diesmal nicht. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt die Paralyse ab, richtig? Ja, natürlich. Ich kann vorher sehen. Natürlich ist dieses gegnerische Pokémon jetzt stärker, schneller meine ich, wegen der Paralyse, aber trotzdem haben wir gewonnen. Es müsste ein Level abgeben, glaube ich. Jawohl, Level 7, dasselbe Level wie Zubatetzer. Und das in einer viertel längeren Zeit als Zubat. Ich trainiere, um durch Pokémon die Erleuchtung zu finden. Okay, wie heißt du? Detlef, ne? Ja, natürlich. Ich kenne den Namen irgendwie auswendig.
Okay, okay, diese Cliffhanger ist deutlich stärker als die anderen Cliffhanger, nämlich es hat Level 6. Schnell, Hypnose! Nein! Nebulak, schnell! Hypnose! Nicht Paralyse! Hypnose! Hypnose! Psst, na los! Na, also geht doch! Und jetzt schlecke ihn! Okay, nochmal. Schwanz lutschen, Nebulak, was? Okay, nochmal. Oh Mann, langweiliger Kampf. Okay, ich höre schon auf mit dem Singen. Keine Angst, Leute, keine Angst. Ich weiß, mein Singen ist horrormäßiger als das Nebulak. Ja, wir haben es gleich geschafft, das ist der letzte starke Trainer. Wobei, nee, kann ich nicht sagen. Einer der letzten starken Trainer in diesem Turm. Okay, jetzt mal ist kurz. Zubat. Nein, nicht das. Zubat. Zubat. So. Okay, Zubat. Ach, du bist kurz vom Level ab. Warum sagst du es mir nicht? Das musst du mir schon sagen, Zubat. Sonst hätte ich jetzt ein bisschen weiter trainiert. So, super toll. Selbstverletzen, selbstverletzen, selbstverletzen. Jawohl. Oh, jetzt hat die Hälfte seiner momentan noch verfügbaren KP geschwächt. Was? Was rede ich denn da für ein Bullshit? So, in Real Life tue ich nie so kompliziert reden. Da sage ich immer sofort, was ich denke. Ich glaube, ich muss immer sagen, was ich denke. Okay. Möpse, Möpse, Möpse. Selbstverletzen, selbstverletzen. Tot, tot. Lustig, lustig. Level up. Hey, doppeltes Level up. Cool. Oh, Nebulak nennt Groll. Cool. Oh, Zubat, Level 8. Cool. Keine neue Attacke. Schade. Mein Training ist unvollständig. Ja, so wie dein nicht trainiertes Schnuffenser. Mit der Form des Weisen kannst du selbst dunkelste Orte erhellen. Nee, nicht wahr. Lukas, okay. Schnuffenser, voll langweilig. Ich wollte schon wieder anfangen zu singen, weil mir langweilig ist. Immer wenn mir langweilig ist, fange ich zum Singen an. Das heißt, dieses Let's Play ist für mich ultra langweilig. Kann man so sagen, weil ich ja ständig singe. Okay, super Schall. So, dieses Fenster zu führen ist leichter als, keine Ahnung. So, jetzt wieder Blut saugen. Like a Mücke. Selbstverletzen, 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 selbstverletzen. Naja, egal. Es kann sich in der nächsten Runde immer noch selbstverletzen. Während wir weiterhin sein Blut aussaugen. Und seine Energie unserer hinzufügen. Das klang jetzt irgendwie pervers, aber gut. Super Schall. Du musst dieses Knuffenser jetzt killen und zwar schnell, sonst habe ich dann keinen Nerv mehr für den Arenaleiter, 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 Arenaleiter. Und ich weiß, ich singe ihn schlecht und jetzt saugen wir weiter Blut aus dem Knuffenser. Ich glaube, das wird der schlechteste Pokémon-Part, den ich je gedreht habe. Keine Ahnung warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt alles sage, was ich irgendwie denke. Denken ist eben nicht meine Stärke. Ja, meine auch nicht. Ich wollte da gar nicht hin. Da ist doch einer. Nein. Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht, bekommst du die VM. Eines gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfstil ist viel zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Er behauptet, ein Weiser zu sein, aber er ist schwach. Das muss auch geklärt werden. Ich würde nie gegen so einen Narren verlieren, der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Für mich zählen nur starke Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich gar nicht.
Der hat nur schwache Pokémon. Silber benutzt Fluchtseil. Mysteriös, okay. Ich will sehen, wie sehr du deinen Pokémon vertraust. Gar nicht. Okay. Ingolf. Das ist. Der findet Golf in. In Golf. Versteht ihr? Oder er hat einen Golf als Auto. Und der sitzt gerade im Golf. Okay. War nicht witzig. Ich geb's zu. Meine Witze sind schlecht. So schlecht wie diese Trufensa. Ja, und so schlecht wie mein Nebulak. Hypnose. Jawohl, und jetzt setze ich Groll ein, weil ich ihn auf einen Verzweifler hinschicken möchte. Weil Knuffensas einzige Attacke... Nee, ich glaube, dieses Knuffenser kann sogar noch Wachstum. Das heißt, der würde dann nur noch mit Wachstum irgendwie angreifen. Okay, ich glaube, die Taktik müsste ganz gut hinkommen. Hoffe ich zumindest, wenn unser New Work jetzt vorher nicht klein beigibt. So, schnell Hypnose. Ah, ich hab's euch gesagt, er kann noch Wachstum. Aber jetzt funktioniert Groll nicht mehr, weil die dann auf Wachstum geht. Hör auf, Knuffensa! Und du verwirrst die, hypnotisierst dieses... Hallo? Jetzt hat er seinen Spezialangriff schon um 2 erhöht. Aber dann geht es noch eine... Hallo? Langsam habe ich Angst vor diesem Knuffensa. Hör auf, Knuffensa! Du machst mir Angst! Und Nibulak auch, wenn du jetzt nicht gleich angreifst. Greif an! Auf zu streiken, Mensch! Aha, Spitzangriff von Knuffensa steigt nicht mehr. So, jetzt gut, ist schnell wechseln, bevor die Knuffensa angreifen tut. Aber ich glaube, dass Ranghieb eine normale Attacke ist und keine Spezialangriffsattacke. Angriffsattacke? Oh Gott. So, Feuerriegel, mach schnell. Ich glaube, ich senke jetzt doch seine Genauigkeit ein bisschen und dann greife ich an, sicherheitshalber. Tackle! Oh Gott, das zieht ja gar nichts ab. Naja, es hilft nicht, wir können mit nichts anderem angreifen. Tackle von Feuerriegel ist unser stärkstes Mittel momentan. Also gut, gleich haben wir es geschafft. Oh, wir haben es jetzt schon geschafft. Danke, Feuerriegel, Volltreffer. Ah, Level Up für Feuerriegel. Ich glaube, es müsste sich entwickeln, glaube ich, oder? Kann es sein? Keine Ahnung. Die Entwicklungslevel bei der zweiten Generation sind komplett anders als in der ersten. In der ersten entwickeln sich alle Starter mit Level 16, in der zweiten Generation entwickeln sie sich unterschiedlich. Ich glaube, Impergator entwickelt sich mit Level 18 zu Tyrakrok und mit Level 30 zu Impergator. Meganium mit Level 14, glaube ich, zu Lorblatt und mit Level 36 zu wie heißt die Entwicklung von Lorblatt? Megani, genau. Und bei Folge weiß ich es nicht genau. Ich vermute Level 6. Ich vermute entweder Level 12 oder Level 14. Entwickeln tut sich damit Level 36 zu Tyrakrok? Nee. Eagle Lover? Ne, Eagle Lover ist die Entwicklung. Eagle Lover ist die Entwicklung von Feuerriegel. Aber was ist die Entwicklung von Eagle Lover? Verdammt, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es! Irgendwas mit T. Tornupto, genau. Schön, dass du gekommen bist. Der Knuffenserturm ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon prüfen ihre Freundschaft, um gemeinsam eine rosige Zukunft aufzubauen. Und ich bin der letzte Test. Erlaube, dass ich die Freundschaft zwischen dir und deinen Pokémon überprüfe. Na gut, gerne. Wenn es was bringt. Aber bitte keine Knuffensas mehr, ja? Ich habe genug von diesen Viechern. Ich habe diese Knuffensas. Vielleicht werde ich selber zum Knuffensa. Wie im Pokémon Gelb Let's Play. Okay, ich mach's kurz und hol Folge raus.
mit einer Glutattacke können wir sehr gut agieren. So, jetzt machen wir mal die Heule heiß. Und tschüss. Was kommen jetzt? Wahrscheinlich wieder Knofenser. Nein, gut, mal was anderes, okay? Ich bin beeindruckt. Okay, nochmal Glut. Also gut, ich greife jetzt an mit Glut. Der Spruch wird nie alt. Und nochmal Glut. Mach ihn die Hölle heiß. Habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Wir gehen langsam echt die Sprüche aus. Gebratener Vogel. KFC. Den können wir dann am KFC verkaufen. Der wird 13 für Folge. Gleich haben wir einen Igel-Lover, glaube ich. Und noch ein Knuffenser. Das ist das letzte Knuffenser im Turm. Juhu, freu, freu. Freu, freu, ich mache jetzt freu, freu. Eliminated. Okay. Marek heißt er. Na komm, komm und schlag mich! Du und deine Pokémon dürften nach der Marek-Stimme. Du und deine Pokémon dürfen keine Probleme mit dieser Attacke haben. Nimm diese Farm, sie hat Platz. Goldelf Form 5. Mit Blitz kannst du die dunkelsten Orte erhellen, wie zum Beispiel das Reich der Schatten. Um Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden zu können, benötigst du den Orden des Arenaleiters von Jonas City. Okay, Fluchtseil, ich will jetzt raus aus diesem Turm. Gold setzt Fluchtseil ein. So. Ist übrigens neu, dass man am Ausgang des Gebäudes oder der Höhle kommt und nicht mehr ins Pokémon-Center. Ist auch viel logischer. Okay, ich glaube, wir können noch die Arena in diesem Part machen, oder? Ich glaube, das reicht nicht mehr so gut. Ich weiß es nicht. Ich könnte den Part jetzt auch beenden, haben einen, einen etwas kürzeren Part als heute. Als gestern. Als normalerweise. Genau gesagt. Aber seien wir mal ehrlich, dieser Part war doch etwas schlechter als sonst, oder? Keine Ahnung. Ich bin heute irgendwie nicht so gut drauf mit dem Konvertieren? Kommentieren! Okay, ich mache jetzt besser Schluss, bevor ich da noch irgendwelchen größeren Bullshit labere und sage bis zum nächsten Part. Im nächsten Part kommt die Arena. Also bis dann, Leute. Ciao!